So ihr Lieben, jetzt hoffe ich, dass es klappt mit dem Ton. Ja, irgendwie hat das Handy hier ein Problem, wenn ich ohne Kopfhörer spreche. Also, dann sollte das doch jetzt, danke übrigens. Hallo, ja, es ist das Handy, das ohne Kopfhörer rauscht es. Ich vergesse es immer wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Freue mich sehr. Also, jetzt teile ich es nochmal schnell in der Gruppe und dann geht's los. Es ist ein Thema, das ist eigentlich sehr wichtig, das mal ins Licht zu bringen, weil uns dieser Schmerz, dieses verwundeten Selbst, manche nennen es eben auch das innere Kind, das kommt immer mal wieder nach oben, das wird gerne mal getriggert, das gehört auch oder das ist auch der Grund dafür, warum wir uns manchmal nicht so gut fühlen, wenn wir dieses verwundete innere Selbst aber lernen, was es ist, wo es herkommt, es annehmen, es anerkennen, dann können wir es zurücklassen. Weil dieses innere Selbst hat ja nichts mit unserem wahren Selbst oder mit unserem höchsten Selbst zu tun, sondern um den Unterschied mal zu erklären, dieses verwundete Selbst, ja, das ist ja dieses verletzte in uns, dieses verletzte Wesen in uns, dieses Wesen, das sich daran erinnert, an Gemeinheiten, an Ungerechtigkeiten, an Enttäuschungen, an all diese Dinge in unserem Leben, die uns so, so schmerzlich getroffen haben. Und du kannst es dir vorstellen wie so eine Datenbank in deinem Verstand, die sich an all diese Dinge erinnert und die sich an all diesen Schmerz erinnert und vor allem die sich dann denkt, ja, das hat was mit mir zu tun oder das bin ich. Und das ist genau dieses Problem. Es hat ganz sicher nichts mit dir persönlich zu tun. Es sind Teile deiner Geschichte und zwar Teile der Geschichte deiner Ahnen, Teile der Geschichte des Kollektiv. Das sind Teile, an die du dich sogar anstelle anderer erinnerst. Das habe ich gestern, ist mir das ganz klar geworden, ich, anstelle anderer. Weißt du, wie oft wir anstelle anderer leiden und sogar anstelle anderer, die wir nicht mal kennen? Mir ist es vor einigen Jahren, das ist mir gestern an die Oberfläche gekommen, vor einigen Jahren ist mir das passiert. Mein Sohn, der macht auch Freestyle Snowboard, das heißt, der springt über Schanzen und macht da Kunststückchen und so weiter und so fort. Und wir haben hier bei uns im Skigebiet haben wir auch so einen Funpark, so einen Schanzenpark, so einen Trainingspark. Und da ist vor einigen Jahren ein Kind verunglückt, das war so alt wie mein Sohn. Und es ist einfach da reingefahren und wusste eigentlich nicht, wie gefährlich. Ja, puh, geschafft, danke Susi. Ja, dieses Kind ist da reingefahren in diesen Funpark und da wusste eigentlich nicht, dass das wirklich professionelle große Schanzen sind. Und ja, hat sich dann sehr, sehr schwer verletzt. Also die einzige Nachricht, die ich hatte, ist, dass dieses Kind dorthin gefahren ist, hingefallen ist und bewusstlos war und die Mutter dachte, das Kind ist in einem Spielpark auf dem Schnee und ist dann hingekommen und war total, ja, das Kind lag dann da halt bewusstlos. Das war alles, was ich davon wusste, das war das, was ich davon gehört habe. Und ich kann jetzt noch über die Geschichte weinen, die ich mir dann erzählt habe, weil ich mir, guten Morgen Diana, weil ich mich so sehr mit dieser Mutter verbunden habe und mein Sohn im gleichen Alter war, wie dieses Kind, das da verunglückt ist. Und ja,
Und es war meine Geschichte. Ich kann euch nicht mal sagen, ich kann euch nicht mal sagen, was tatsächlich mit dem Kind war. Ich kann euch nicht mal sagen, wie sehr es verletzt war. Ich weiß gar nichts, ja? Ich weiß nichts, wie die Geschichte ausgegangen ist, gar nichts. Ich weiß nur meine Geschichte, die ich da draus gemacht habe, aus meiner Angst, wenn ich diese Mutter gewesen wäre. Ja? Und das machen wir automatisch. Da kriegen wir durch unsere Vorstellung, durch unsere Verbindung mit einer Vorstellung so eine Verwundung, so eine Angst, so eine Panik in uns durch etwas, was ich nicht mal weiß, ob das wirklich so passiert ist, wie es letztendlich ausgegangen ist, sondern es ist nur ein Bild, das plötzlich wahr geworden ist, eine Angst von mir persönlich, die schon immer in mir wohnte, die mir plötzlich gezeigt worden ist. Und diese Verwundung, diese Angst, diese Unsicherheit, auch die durch andere aufgenommen, setzt sich bei dir fest und wird Teil deines verwundeten Selbst. Und wieso ist es Teil meines verwundeten Selbst, obwohl diesen Schmerz diese Frau erfahren hat, von der ich nicht mal weiß, wer sie ist, von der ich gar nichts weiß, aus diesen 3, 4 Informationen ich mein eigenes Bild, meine eigene Geschichte gemacht habe und meine eigene Verwundung damit verbunden habe und mir nicht mal bewusst war, was ich an dieser Frau statt für einen Schock und für einen Schmerz erlebt habe. Ja, und das darf uns bewusst werden, was da zum Teil in uns abgeht, wenn wir uns im Außen reflektieren, wenn wir alles dafür tun, Geschichten wahrzumachen und auf uns zu beziehen. All diese Dinge verwunden uns genauso wie die Dinge, die uns persönlich irgendwann mal im Laufe unseres Lebens passiert sind. Und es macht absolut keinen Unterschied, ob es eine Geschichte ist, die du miterlebst an jemand anderen statt, an jemand anderen Stelle, wo du Mitleid hast. Du merkst nicht mal, dass du Mitleid hast bei solchen Sachen. Ja? Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich Mitleid mit dieser Frau habe, weil ich mich so mit dieser Frau identifiziert habe. Und plötzlich war ich die Frau, die ich in meinen Vorstellungen kreiert habe, aus mir heraus, Neville Goddard, everyone is you pushed out. Und diesen Schmerz, den ich gefühlt habe, an dessen Frau statt, das ist alles mein eigener Schmerz, den ich auf eine Geschichte, aus der ich eine Geschichte gemacht habe, projiziert habe, und ganz, ganz tief in mein Herz eingebaut habe. Und ich sag's euch, bis gestern mit diesem unbekannten Schmerz aus einer unbekannten Geschichte für eine unbekannte Frau, für ein unbekanntes Kind in mir herumgetragen habe. Und das zu erkennen, hallo Ute, und das zu erkennen, was da passiert, ja, was da passiert, wenn unsere 5 Sinne Eindrücke einsammeln, Informationen einsammeln und daraus eine Geschichte machen, gewebt aus unseren Urängsten, unseren Urbefürchtungen, ja. Das ist nichts anderes, was bei solchen Sachen passiert. Und es passiert am laufenden Band, wenn wir irgendwelche Informationen hören über irgendwas, was irgendjemandem passiert ist. Wir haben diesen Reflex, nehmen es zu uns an,
als Befürchtung. Und jede Befürchtung, jede potenzielle Befürchtung ist eine Angst. Eine Angst, die du hier und im Jetzt hast. Ob du es befürchtest für dich oder ob du es befürchtest für jemand anderen. Fakt ist, es ist eine Angst, die du hast, die dir wehtut, die dir Schmerzen bereitet und die dein verwundetes Selbst aktiviert sozusagen. Ja? Und da diesen klaren Durchblick zu bekommen und wieder zurückzugehen und zu sagen, ho, 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 ich bin Schöpfer meiner Realität. Alle die Dinge, die ich wahrnehme, die ich interpretiere und die ich beurteile, die setzen sich in mir fest. Und all diese schmerzhaften Erfahrungen, die sind quasi dieses verwundete Selbst, das uns vorgaukelt, dass es wir sind. Ja? Dass wir tatsächlich in Wahrheit, und ihr habt an dieser Geschichte gemerkt, dass es völlig egal ist, ob du es in Wahrheit erlebt hast oder nur in deinen Gedanken. Als Befürchtung oder für an jemand anderes statt. Es ist völlig egal. Dieses verwundete Selbst in dir nimmt dieses ganze Leid auf, nimmt dieses ganzen Schmerz auf, den es gibt. Aber es gibt ihn, weil wir ihn kreiert haben. Wir haben ihn in unser Leben kreiert. Und es hört sich so krass an, ja? Ja, aber du siehst doch, da leiden Menschen und hier sind welche krank und da sind welche schmerzhaft. Nur die Sache ist die, wenn wir mit unserem verwundeten Selbst uns identifizieren, mit all diesem Leid dieser Welt, ja, genau, dann ist es Teil von uns, dann ist es dieses verwundete Selbst, das abgelehnt worden ist, das in Angst und Panik versetzt worden ist, in Angst verlassen zu werden, in Angst allein zu sein, all diese tiefen, tiefen Schmerzen, nicht gut genug zu sein, nicht das sein zu dürfen, was wir wirklich, wirklich sind. Dieses verwundete Selbst ist nicht echt. Es ist eine energetische Kreation aus Vorstellungen, aus Projektionen, aus Ängsten, aus all diesen Dingen, die es gibt, aber wir sind rumgegangen und haben sie eingesammelt, weil sie ja so schön dazu gepasst haben, zu dieser Vorstellung, oh mein Gott, was ist, wenn das alles so schlimm ist in Wirklichkeit, wenn mein Leben so schlimm ist, wenn ich so schlimm bin, wenn ich so schuldig bin, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wenn du das jetzt erkennst, wenn du das wirklich erkennst, wie sich dieses ganze Zeug zusammengestrickt hat. Es hat sich quasi um dich herum gestrickt. Es ist eine Verstrickung geworden, wo dein verwundetes Selbst sich eins zu eins verbunden hat mit deinem wahren Selbst. Und deine ganzen Ohren und deine ganzen Augen und all deine Sinneskräfte nur noch auf dieses verwundete Selbst fokussiert sind. Und dieses wahre, wunderbare, göttliche Selbst nicht mehr zur Tür rein kann. Das kannst du nicht hören, das kannst du nicht sehen, du kannst es nicht spüren, weil du so verbunden bist mit diesem verwundeten Selbst, wie ich mich in meiner Geschichte, die ich vorher erzählt habe, mit dieser verwundeten Frau verbunden habe, die ich selbst kreiert habe, der es vielleicht wunderbar geht. Wer weiß schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß gar nichts über sie, ich kenne sie nicht. Nichts weiß ich über sie, aber ich habe aus ihr etwas gemacht. Ich habe sie zu etwas gemacht, was 0,0 mit ihr zu tun hat und habe mir dadurch große, große Schmerzen zugefügt. Und
Das machen wir auch mit den anderen Menschen, die vielleicht mehr mit uns zu tun haben. Wir machen aus denen etwas und fügen uns damit Schmerzen zu. Das macht unser verwundetes Selbst. Das holt sich diesen Schmerz und potenziert ihn und potenziert ihn und potenziert ihn. Aber es ist nichts, was mit uns in Wahrheit wirklich, wirklich, wirklich in Wahrheit zu tun hat, wenn wir dorthin gehen und sagen, wir sind ein Abbild Gottes, eine Idee, eine ideale Vorstellung des Göttlichen, des Schönen, der Fülle, der Wahrheit, des Wunderbaren. Und so werden wir aus allerhöchster Ebene betrachtet. Und jetzt geht es darum, dass wir es schaffen, uns auch so großartig zu sehen. Es ist ja im Grunde nichts anderes, als wenn wir uns eine positive Zukunft kreieren, nur halt im negativen Sinn. Genau, und beides, es ist halt dieses Unbewusste, es ist halt dieser Mechanismus, es ist dieser Automatismus, der einfach entsteht, der uns anzieht. Ein Magnetismus, es ist immer ein Magnetismus. Und wenn wir geladen sind von diesem verwundeten Selbst, dann werden wir magnetisch zu weiteren Verwundungen hingezogen. Und wenn wir jetzt unsere eigene Ladung verändern, dann werden wir auch zu anderen Dingen hingezogen. Das lese ich hier nochmal. Das kenne ich und da vermeide deshalb fast schon fanatisch das Dramen anderer an meinen Ohren ringen, was auch nur eine andere Verdrängungsmethode ist, weil die Angst und der Schmerz in mir ist. Genau, genau das ist der Punkt und deswegen habe ich ja nicht mal gewusst, wie sehr ich mit dieser Frau gelitten habe, weil das an mein Ohr gedrungen ist. Aber dieser eigene Schmerz, das mein verwundetes eigenes Selbst in sich trägt, ja, das ist mir gezeigt worden, aber ich konnte es nicht sehen. Ich habe mich eiskalt einfach nur verbunden und gelitten in einer Wahnvorstellung. Ja? Aber wenn das jetzt alles so sonnenklar ist, wie diese Dinge funktionieren und ich das euch erzählen darf, dann kann sich dieses verwundete Selbst nicht mehr verstecken. Dann ist es da und dann ist es ein Selbst, das diese Vorstellung hat, überhaupt, dass ich verwundbar bin, ja? Dass ich verwundbar bin, dass man mich verwunden, dass man mich verwunden kann, ja? Dass man mir Schmerz zufügen kann durch Ignoranz, durch Ablehnung, durch Nichtanerkennung, durch Kritik, durch all diese Sachen, die es auf dieser Welt gibt, die wir so fest annehmen für uns und immer noch mehr und mehr von diesem Schmerz annehmen und mit uns rumtragen. Und diese Angst ist eigentlich nichts anderes wie die Angst vorm Schmerz. Ja? Angst ist immer Angst vorm Schmerz. Überlegt ihr das mal. Es ist immer Angst vorm Schmerz. Entweder Angst vorm körperlichen Schmerz oder Angst vorm emotionalen Schmerz. Es ist immer diese wahnsinnige Angst. Und wir versuchen alles zu vermeiden, damit diese Angst nicht zum Vorschein kommt. Aber diese Angst ist eben genau dieses verwundete Selbst, das mit Vorstellungen vom Leben unterwegs ist, die nicht richtig sind. Oder die Angst vor der Angst. Ja, das ist die Angst vor der Angst. Aber vor was hat denn die Angst Angst? Die Angst hat Angst vor dem Schmerz. Aber wenn du weißt, dass eigentlich dieses wahre und göttliche Ich, zu dem du näher und mehr diese Beziehung bekommst, bis du dich damit vereinigst, dann kommst du auf so eine hohe Perspektive von dir selber, dass du irgendwann mal nicht mal mehr den Tod fürchtest. Weil auch der Tod nur eine Perspektive deines vergänglichen Seins ist, deines schmerzenden Seins, ja, deiner Vorstellung. Das ist alles in unseren Vorstellungen drin. Und wenn wir
diese unterbewussten Vorstellungen, wie zum Beispiel dieses verwundete Selbst, an die Oberfläche bringen und sagen, ich sehe dich. Ich weiß, du bist ein Monster unter dem Bett, das ich selber kreiert habe, vor dem ich mein ganzes Leben lang davon gelaufen bin. Aber jetzt sehe ich dich, verwundetes Selbst, und ich frage dich, was dienst du mir? Wozu nützt du mich? Was möchtest du von mir? Ja? Dass ich dieses verwundete Selbst anschaue und sage, warum bist du da? Warum bist du in meinem Leben? Was dienst du mir? Und es ist meistens, es will schützen. Aber es gibt keinen Schutz. Leute, es gibt keinen Schutz. Nur weil wir glauben, dass es Schutz gibt, leben wir alle in solchen großen selbstgebauten Gefängnissen, wo dieses verwundete Selbst scheinbar meint, es sei geschützt und beschützt und abgeschirmt. Aber auch das ist eine riesengroße Illusion, weil wir sind Schöpfer unserer Realität. Einzig und allein unsere Vorstellungskraft erschafft. Und da gibt es keinen Schutz davor. Du kannst dich nicht vor deiner Schöpfung schützen. Du wirst immer Schöpfer bleiben und sein, weil das ist das, wofür du hier bist. Das ist die göttliche Idee, warum er jeden einzelnen Menschen in seiner Individualität hier auf die Erde gebracht hat. Dass er sich dessen wieder entsinnt und erinnert und seine Kraft anerkennt und diese Macht und weiß, ich erschaffe und schöpfe sowieso die ganze Zeit. Und wenn ich im Gefängnis sitze und mich da reingesetzt habe mit all diesen Bedingungen und Beschränkungen, nur um mich zu schützen, dann werde ich mehr Gefängnis für mich kreieren. Und weil Mensch so lange so funktioniert hat, haben wir jetzt uns dieses riesen sichtbare Gefängnis manifestiert, das an allen Ecken und Enden schreit und sagt, du bist im Gefängnis, du bist nicht frei. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, es zu durchschauen, dieses verwundete, ängstliche Selbst zurückzulassen wie eine Fata Morgana, wo ich erkannt habe, dass sie keine Relevanz für mich, für mein Leben, für meine Zukunft hat, niemals hatte. Und ich lasse sie zurück. Das ist dieses bekannte Loslassen. Ich lasse es einfach stehen. Es dient mir nicht mehr. Es ist mir nicht mehr dienlich. Ich habe es durchschaut, ich habe es erkannt. Und aus diesem Grund kann ich es dort stehen lassen, weil ich habe nichts mehr zu kriegen, nichts mehr zu holen, nichts mehr zu wollen. Vielleicht ein bisschen Nostalgie, vielleicht ein bisschen Traurigkeit, vielleicht ein bisschen Traurigkeit an die Situationen, die mir noch ab und zu mal im Kopf rumschwirren, als dieses verwundete Selbst so super aktiv war und verzweifelt durchs Leben sich getastet hat, sich geweint hat, sich getrauert hat, ja, das weiß ich, das kenne ich, aber ich kann mich doch jetzt entscheiden und einfach sagen, okay, verwundetes Selbst, ich bin dir auf die Schliche gekommen, ich habe erkannt, wie du dich entwickelt hast, wo du herkommst, was deine Grundidee war, mich zu schützen, alles gut, aber ein göttliches Wesen kann man A nicht schützen und B braucht es keinen Schutz, weil ich soll ja wirken, ich soll bewirken. Bin heute Morgen gegen 1 Uhr aus einem Traum aufgewacht mit dem gleichen Thema, witzig. Es ist eben gar nichts witzig, es ist die Wahrheit, die so funktioniert. Wir sind alle eins. Wir sind alle verbunden und wir holen uns im anderen das, wofür wir eine Resonanz aufgebaut haben, einen Magnetismus.
Und jetzt liegt es an uns, jetzt ist es unsere Arbeit, diesen Magnetismus so aufzubauen, dass wir uns frei, gut, glücklich, in Fülle und in Göttlichkeit fühlen. Weil es funktioniert immer gleich. Und wir dürfen die Richtung wählen, wir dürfen die Richtung wählen, wir dürfen wählen, jeden Moment frei wählen. Laufe ich mit meinem verwundeten Selbst durch den Tag oder laufe ich mit meinem göttlichen Selbst durch den Tag? Der Einzige, der dazwischen steht, das ist der Verstand mit seinen Geschichten, Überzeugungen und Stories. Und auch das können wir erkennen, weil manchmal muss ich auch mit einem Nachbarn reden, der mich nicht versteht. Und so gibt es überall Punkte, Reflexionen, wo ich mich immer wieder entscheiden möchte, muss, darf, kann, glaube ich das, glaube ich das, glaube ich das. Und je fester ich in meinen göttlichen Überzeugungen der Schöpfung, der Resonanz, nenn es Gesetz der Anziehung, nenn es wie du es möchtest, ja, das freut mich, Silvia. Nenn es, wie du es möchtest, aber befreie dich. Befreie dich von allem, was dich einschränkt. Befreie dich von allem, was dich schmerzt. Befreie dich von allem, was dich unterdrückt, weil es ist alles nur eine Vorstellung, eine Fata Morgana, eine Geschichte, eine Überlieferung. Nenn es, wie du es möchtest, aber du darfst dich davon befreien, und zwar jeden Moment. Und du musst niemanden fragen. Du musst auch nicht dich fragen, wie andere reagieren, wenn du befreit bist. Du darfst dich befreien und dieses freie Wesen, dieses göttliche Wesen, das du bist, darf jeden Moment entscheiden, was es haben will, was es tun will, wo es sein will, mit wem es wie sein will, was es sagen möchte. All das darfst du jeden Moment für dich tun. Und ich weiß, dass es schwer ist. Deswegen bin ich ja auch immer wieder dran und versuche, dieses Gefängnis, diese Einschränkungen, diese Kreationen, die sich immer noch so manifestieren wollen im Leben, zu entlarven und zu durchschauen und darüber zu sprechen und immer wieder diese Brücke zu bilden von: Was glaubst du, wer du bist und wer du wirklich bist? Und dass du dir mehr und mehr erlaubst zu sein, wer du wirklich bist, insbesondere wenn dir das Umfeld immer wieder irgendwelche Grenzen, Limitierungen und Einschränkungen spiegelt. Das heißt nichts anderes als, du lebst noch nicht hundertprozentig das, was du wirklich bist. Du bist noch nicht hundertprozentig in deine Macht, in deine Kraft, in dein Schöpfertum eingetreten. Das ist alles, was es sagt. Es ist ein Aufmerksammachen. Und jedes Mal darfst du es stehen lassen. Du darfst alles stehen lassen. Du musst nicht treu sein deiner Vergangenheit. Du musst nicht treu sein deinen vergangenen Überzeugungen. Du brauchst gar nichts und niemanden treu sein, außer deiner eigenen inneren Wahrheit. Es war, als ob man mir eine Geschichte zeigt. Ich habe mir den Film angeschaut und wusste, dass diese Aufführung eigentlich gar nicht von mir gekommen ist. Deshalb habe ich gleich gesagt, dass es eigentlich nichts mit mir selbst zu tun hat. Genau. Und es ist eins der allerwichtigsten Dinge, ob im Wach- oder im Schlafzustand, dass du eben wirklich weißt, was sind Energien, Vorstellungen, Informationen, Halluzinationen, die rumschwirren, mit denen die du dich verbinden kannst oder halt nicht. Und alles, was sich schlecht anfühlt, ist nicht die Wahrheit deines Seins, die Wahrheit deines göttlichen Seins. Liebe, Perfektion, Fülle, Wohlbefinden und Gesundheit ist. Wenn das dein Geburtsrecht ist, wenn das die göttliche Idee ist, mit dem ein göttlicher himmlischer Vater, genauso wie eine himmlische Mutter, wie auch immer, etwas erschafft aus Herzen und Liebe heraus, die von euch die Kinder haben, die wissen das,
dann ist es perfekt. Dann ist es einfach perfekt. Und genauso ist jeder einzelne von uns mit so einer perfekten Sichtweise und Idee auf diese Welt gekommen. Und daran sich zu erinnern, das ist unser Job. Herzensaufgabe, Lebensaufgabe, Berufung und so weiter und so fort. Gibt es riesengroße Geschichten, die da aufgemacht werden können, aber ich sage dir nur die einzige Antwort. Du bist hier, um wieder herauszufinden, wer du wirklich bist und aus diesem Wissen heraus dein Leben zu führen und zu gestalten und die Welt zu sehen und sie aus der göttlichen Perspektive heraus zu gestalten. So. Und das ist der Job, das ist die Lebensaufgabe, das ist die Berufung für jeden Einzelnen von uns. Ich glaube nicht, danke Anna-Maria, ich glaube nicht, dass es für irgendeinen anders ist, weil wir sind ja alle die gleichen. Wir sind ja alle gleich. Wir haben ja alle die gleichen Themen, wir haben ja alle die gleichen Ängste, wir haben ja alle die gleichen Beschränkungen. Wir leben alle in diesen gleichen verlogenen Vorstellungen, an denen es jetzt an der Zeit ist, die sauber zu machen, die zu bereinigen, die für dich klar zu kriegen und dann ein neues Leben als deine neue Wiedergeburt, deine geborene Wahrheit, deine Beziehungen neu auszurichten, dein Business neu auszurichten, deinen Körper neu auszurichten, eventuelle Krankheiten neu zu betrachten. Ja, dass du all das, was da mal war, einfach stehen lässt, weil du erkannt hast, das ist ein Albtraum. Genau wie sie vorher geschrieben hat, die Anna-Maria, es ist ein Albtraum, den du in die Zukunft getragen hast. Es ist ein verdammter Albtraum, aus dem du jetzt aufgewacht bist, den du jetzt durchschaust, wo du jetzt klar und deutlich spürst, was dein göttliches, wahres Selbst für dich geplant hat, nämlich ein geiles, 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 schönes Leben in Freude und Wohlbefinden. Und dann lässt du dich nicht mehr abhalten. Du lässt, das ist das Allerwichtigste, du lässt dich nicht mehr abhalten. Du hast einmal kapiert, du hast einmal die Lüge durchschaut und du glaubst sie nicht mehr. Auch wenn sie irgendwie von hinten kommt, über den einen, über den anderen und so weiter im Fernsehen. Du glaubst diese Lüge einfach nicht mehr. Du glaubst keine Lügengeschichten mehr über dich. Du glaubst dem Verwundeten selbst auch nichts mehr über dich. Du glaubst einfach nichts mehr, was irgendwo dich einschränkt, was dich klein macht, was dich verhindert, was dich behindert, was dir irgendetwas nicht erlaubt, was dir die Fülle nicht erlaubt, was dir deine großen Träume nicht erlaubt, was dir diese Großartigkeit und die Grenzenlosigkeit dieses Leben hier nicht erlaubt. All diese Lügen glaubst du jetzt nicht mehr, wenn du mir zugehört hast. Du glaubst es einfach nicht mehr. Und wenn es dir irgendeiner wieder sagt, dann weißt du, oh, welcher Teil von mir glaubt hier noch diese Lüge? Will ich sie weiter glauben oder lasse ich sie zurück? Und jedes Mal, wenn wieder irgendjemand dir etwas spiegelt, dann weißt du, Neville Goddard, everyone is you pushed out. Ist es geil? Dann feiere ich es. Ist es nicht so toll, dann lasse ich es stehen. Ich lasse es doch einfach stehen. Wie ein Essen auf einem Frühstücksbuffet, das du nicht magst. Du lässt es doch einfach dort stehen. Und es darf auf diesem Buffet sein und es ist nicht deins und du isst andere Sachen und du lässt es einfach dort stehen. Und genauso dürfen wir im Leben sein. Wir dürfen die Dinge, die Vorstellungen, alle Gefühle, alle Emotionen, wir dürfen sie einfach stehen lassen und müssen uns nicht damit identifizieren. Niemand kann uns zwingen. Und diese Klarheit mehr und mehr zu bekommen, und ich sagte, du musst dich jeden Tag wieder daran erinnern. Und am besten stehst du jeden Morgen auf und erinnerst dich und sagst, wer bin ich denn wirklich? Und spürst in dich rein und fühlst diese grenzenlose Liebe, Schönheit und Begeisterung, die du bist, damit du ein Resonanzkörper wirst für genau Dinge, die sich so anfühlen. Dann gehst du Schritt für Schritt weiter und erlaubst dir immer mehr und mehr in deine Kraft, in deine eigene Power, in deine eigene Wahrheit zu gehen. Genau. Und das ist wichtig. Das wollte ich euch heute mitgeben. Und lasst euch nicht unterkriegen.
Ihr seid großartig, ihr seid göttliche Wesen, ihr seid göttliche Kinder, ihr seid göttliche Perfektion und nichts anderes. Und alles andere ist einfach eine Lüge. Genau. Ja, und zu guter Letzt wollte ich euch noch sagen, dass am 1. Oktober, da haben wir noch Oktober, November, Dezember, 3 Monate, wo wir dieses Jahr zu dem grandiosesten und zu dem besten und zum transformierendsten Jahr in unserem Leben machen können. Und ich habe für mich gesagt, okay, in diesen 3 Monaten mache ich genau 3 klare Angebote. Es gibt noch eine Runde Divine Money. Die ist jetzt 8 Wochen und sie fokussiert sich, Divine Money ist ja Geld, aber mit dem Geld heilen wir unseren Körper, heilen wir unsere Verwundungen, weil wenn wir eine Verwundung mit dem Geld haben, wenn Geld uns wehgetan hat, wenn der Mangel des Geldes uns wehgetan hat, ist es 1:1 zu sehen mit der Verwundung, die wir in unserem Körper gespürt haben, mit der Einschränkung, mit irgendeiner Krankheit. Geld heilt Krankheit, Geld heilt Körper. Und warum heilt es das? Nicht, weil Geld irgendwelche Modalitäten bezahlt, sondern weil deine Beziehung zu Geld das Äquivalent ist zu deiner Beziehung mit dir selber, zu deiner eigenen Fülle. Und wenn du diese eigene Fülle für dich klar hast und diese eigene Perfektion und deinen eigenen absoluten maximalen göttlichen Wert für dich klar hast, ist es nicht nur so, dass das Leben dich finanziell dafür belohnt, sondern es ist auch so, dass dein Körper plötzlich weiß, ich bin ja perfekt, mir fehlt ja nichts, an mir ist ja alles in allerbester Ordnung. Dieser ganze Scheißmangel unter dem Deckmantel des Geldes, der mich so eingeschränkt hat und klein gemacht hat und meinen Körper, den gibt es ja gar nicht, ist ja auch so eine richtig beschissene Lüge gewesen. Und darum geht es in dem Divine Money Programm und diesmal wirklich möchte ich die Leute abholen, die sich noch eingeschränkt fühlen durch ihren Körper, weil ihr Körper nicht 100% gesund ist und sie glauben, aus diesem Grund können sie nicht wirklich viel Geld befangen, weil ich bin ja krank, ich bin ja eingeschränkt. Ja? Und das möchte ich mit euch drehen und 2 Effekte, Körper wird gesund, Portemonnaie und Bankkonto wird gesund. Bam. Super, oder? 8 Wochen, genau, startet am 1. Oktober. Schreib mir, wenn du dich für das interessierst. Dann gibt es noch ein Divine Business Intensiv. Das ist eigentlich für die Leute, die jetzt sagen, ich will Gas geben mit meinem Business, ich will meine Selbstständigkeit aufbauen, ich will selbst für mich Geld empfangen und nicht über jemand anders. Ich stehe in der ersten Reihe als göttliches Wesen. Ich bin von Service, ich gebe meinen göttlichen Service und ich erlaube mir mein Geld für mich direkt zu empfangen. Ich bin nicht mehr angestellt, ja, ich stehe nicht nur irgendwo an, nein, 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 sondern ich entfalte mich mit meinen Gaben, mit meiner Schönheit, mit all dem, mit dem ich hier ausgerüstet worden bin. Das ist Divine Business Intensiv, 3 Monate. Das ist intensiv. Und für die Leute, die jetzt wirklich sagen, Oktober, November, Dezember, mein Business, ich will jetzt voll da rein mit beiden Füßen, mit meinem ganzen Sein, will ich mich zeigen und präsentieren in meiner kompletten Wirkung. Genau. Und dann gibt es noch als allerletztes einen 1:1 Platz für die Leute, die sagen, ich brauche alles. Ich brauche komplette Unterstützung, ich will meine Ziele bis Ende des Jahres erreichen. Wir schauen, was sind deine konkreten Ziele, die du bis Ende des Jahres erreichen willst, von denen du nicht glaubst, dass sie erreichbar sind, die aber erreichbar sind und du kriegst von mir alles, was du brauchst, um diese Ziele zu erreichen. Und das können krasse Ziele sein, die du dir nicht mal wirklich getraust einzugestehen. Und in dem Moment, wo du dir die Ziele getraust einzugestehen, dann weißt du, dass sie für dich zur Verfügung stehen. Und dann kannst du sie erreichen. Und wenn dann dein Weg geradlinig bleibt, möglichst frei von Zweifeln und in deiner Kraft, dann wirst du es erreichen, dann wirst du transformieren, 100%. Und da freue ich mich darauf, eine maximal 2 Personen oder ein Paar so intensiv noch bis Ende des Jahres zu begleiten.
So, das ist es, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuhören. Wisst, wer ihr wirklich seid. Und wenn ihr das wisst, werdet ihr gesund, dann seid ihr gesund und werdet absolut hundertprozentig finanziell dafür entlohnt, einfach nur hier zu sein. Einfach nur hier zu sein. Aber dafür darfst du dir erlauben, großartig zu sein und hier großartige Wirkung zu zeigen und dich nie wieder in ein fiktives Gefängnis einsperren oder irgendwo einsperren lassen. Aber wir machen ja eh alles selber. Hui, das ging lange. Ich wünsche euch einen Happy Day und bis bald. Ciao.